Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Prios. Ja, das Oster-Event ist und ich habe natürlich so ein bisschen was gefarmt. Allerdings jetzt noch nicht so viel. Ich wollte einfach mal testen, so lohnt es sich dieses Jahr und wir werden gleich auch herausfinden, ob es sich lohnt oder nicht. Ich habe schon gehört, okay, da sind verdammt viele geile Drops mit drin. Allerdings droppt man auch nicht bei jedem Oster-Metin auch ein Zauberei. Also nicht zu 100%. Moment, ich habe gerade gemerkt, mein Fernseher ist noch laut. Machen wir das doch mal eben aus. Und ja, wie gesagt, es sind halt sehr viele geile Drops mit drin. Und ja, also gar nicht mal so verkehrt. Ich werde natürlich, also in diesem Video habe ich jetzt nicht so viele Zaubereier aufgemacht. Ich werde die natürlich gleich live aufmachen. Beziehungsweise ich habe die schon aufgemacht, nehme jetzt das Gekloppe im Nachhinein auf. Aber ja, ich könnte ja ganz leicht andeuten, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Also für Leute, die gerade neu anfangen wollen oder sonst was, jetzt ist die Zeit, wo ihr gut Young machen könnt und somit euer Equipment kaufen oder eure Skills finanzieren und so weiter, ne? Nur mal so als Tipp, jetzt ist die Zeit. Jetzt. Ist natürlich so, manchmal so ein bisschen, ja, also da fehlt einem manchmal so die Motivation, wenn man da, also die Steine dauern verdammt lange, also so 2-3 Minuten dauern die bei mir bestimmt, und ich habe nicht mal so das schlechteste Equipment, ne, also, ja, manchmal kommen dann halt Magistra und geben dir einen Immunbug, da freust du dich so mega, also so richtig. Da freue ich mich jedes Mal drauf und das ist dann halt manchmal so ein bisschen Rage-Mode oder so, kann man so sagen, aber im Endeffekt macht es ja doch Spaß. Und ich finde, es ist auch mal was anderes und ja, bringt ein bisschen Abwechslung rein, ne? Ist auf jeden Fall ganz nice. Und ich werde jetzt die Tage auf jeden Fall, ich möchte nochmal so ein, so wie bei den Weihnachtsdingern da. Da habe ich ja auch mal mega viele aufgemacht. Ich will dieses Oster-Event auch mal so ein bisschen ausrasten. Und vielleicht mal sehr, sehr viele Eier farmen. Da war zum Beispiel ein Punkt, habe ich extra drin gelassen. Immunbugs ohne Ende. Scheiß Magistras, ey. Richtig beschissene Magistras. Ich habe überlegt, vielleicht wäre es ganz sinnig, wenn ich mir irgendwie mit Darren oder so den da hinterherlaufe. Aber das ist natürlich ein bisschen Aufwand, ne? Also, ja, muss ich mal gucken, ob sich das dann lohnt. Ich teste das einfach mal. Aber so funktioniert es ja auch. Also ich glaube, ich hatte relativ viel Glück. Ich hatte ein bisschen mehr als bei jedem zweiten ein Zauberei. Ostermädchen halt. Aber, ja, muss ich mal halt gucken, wieso die Quote ist. Mit Level 105 droppe ich die bei den 90er Oster-Metin und bei dem 95er Oster-Metin auch noch ganz gut. Ja, da habe ich ein bisschen getrollt. Aber jetzt machen wir auf. So, wir nehmen natürlich live auf, wie wir hier, naja, immerhin 5 Zaubereier aufmachen. Schauen wir mal. Ich habe gehört, so tapfere Petbücher und so. Das ist natürlich sehr nice wegen Tetrahydrocannabinol. Und dann könnte man den vielleicht ziemlich bald umwandeln. So, schauen wir mal. Blaue Perle. Young. Rotflammenstein. Ach, für einen Gürtel, ne? Okay. Und Young. Okay, ich glaube, eine halbe Stunde muss man warten. Jo, halbe Stunde, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, zweite Runde. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie vielleicht ein Petbuch oder eine weiße Perle oder so bekommen. Schauen wir einfach mal. Verzaubern, nice. Elixier des Mondes? Young? Elixier der Sonne? Ja, doch. Das ist ganz okay. Wir warten noch mal eine halbe Stunde. Bis gleich. So, dritte Runde. Schauen wir einfach mal. So, insgesamt kann man die ja dreimal aufmachen. Young. Elixier des Mondes. Young und letzte kommt Tofferes Petbuch oder Weiße Perle. Ja, voll okay. Weiße Perle, hey.
müssen wir demnächst immer sagen, so, das wollen wir haben. Naja, okay, dann war's das für dieses Video. Ich werde natürlich weiterhin was von Osterevent bringen, natürlich auch sehr, sehr gerne, denn The Witcher, weiße Perlen, ihr wisst, wenn es sowas umsonst gibt, dann bin ich am Start. Dann bin ich am Start. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Alle Social Media Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich bin raus, bis dann, Grüße, Fossi. Krusty Krab is unfair. Mr. Krabs is in there. Standing at the concession. Plotting his oppression. Krusty